Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über 6 Dinge, die du tun kannst, um eine Frau so richtig zum Schmelzen zu bringen. Leute, wir Männer sollten halt ein wenig wissen, ja, auch nur ein bisschen wissen, ja, welche Stellschrauben wir drehen müssen, um Frauen so richtig zum Schmelzen zu bringen. Und aus dem Grund spreche ich jetzt in diesem Video über 6 Dinge, die du da draußen tun kannst, die eigentlich jeder tun kann, um eine Frau so peu à peu zum Schmelzen zu bringen. Also, let's go. Als allererstes, mit seiner Frau angeben. Leute, jeder Mensch freut sich über Komplimente, egal ob Mann oder Frau. Ja? Und jetzt stell dir mal folgendes Szenario vor. Du bist zum Beispiel mit deiner Frau oder Freundin, wie auch immer, auf einer Party eingeladen oder Veranstaltung eingeladen. Du unterhältst dich mit ein paar Leuten, deine Frau steht zum Beispiel 2-3 Meter hinter dir, hört dich noch sprechen und du redest zu den anderen Leuten und sagst zu denen zum Beispiel, hey, wie stolz du zum Beispiel bist auf deine Frau oder Freundin, dass sie zum Beispiel gerade ihre neue Taschenkollektion rausgebracht hat oder dass sie zum Beispiel gerade ihr Masterstudium absolviert hat oder ihr eigenes Restaurant aufgemacht oder was auch immer. Leute, Frauen lieben sowas. Zweitens, Leute, einfach mal ein wenig spontan sein. Ja? Einfach mal den normalen Tagesablauf so ein bisschen unterbrechen. Sagen wir mal, deine Frau ist gerade in der Küche, kocht was Nettes, du ziehst sie einfach aus und legst sie flach. Nein, Spaß beiseite. Ich meine, kannst du natürlich auch machen, wenn du willst. Aber einfach mal den normalen Tagesablauf unterbrechen. Du kannst natürlich auch einfach mal Fallschirmspringen gehen. Ja? Habe ich zum Beispiel mal gemacht. Auch was Außergewöhnliches. Du musst jetzt aber nicht so bekloppt sein wie ich, ja, und einfach direkt mal spontan einen Fallschirmspringen gehen. Das bleibt aber auf jeden Fall im Kopf, das kann ich dir sagen. Aber einfach mal spontan sein. Ja? Zum Beispiel irgendwas machen, wo deine Frau gar nicht mit rechnet. Wenn deine Frau zum Beispiel arbeiten ist und an der Uni ist oder was auch immer, abends nach Hause kommt, du weißt, sie kommt gegen 18 Uhr so nach Hause, dann machst du alles dunkel, hast die Kerzen an und hast vielleicht auch das Lieblingseis von deiner Freundin gekauft und es läuft schon chillige Musik, ja. Leute, glaub mir, das wird definitiv, aber definitiv gut ankommen. Drittens, die Kontrolle übernehmen. Was meine ich damit? Jede Frau hat das Bedürfnis nach Sicherheit. Ja, nicht nur jede Frau, sondern auch jeder Mensch generell, ja, und auch jedes Tier. Wenn du deiner Frau das Gefühl gibst, sicher zu sein, ja, bei dir, dann hast du schon mal ein ganz, 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 ganz wichtiges Bedürfnis der Frau erfüllt. Kleines Beispiel. Du planst zum Beispiel einen coolen Tag mit deiner Freundin oder deiner Frau und planst wirklich alles durch. Du taktest alles durch. Von Frühstück, Vormittagsaktivität, Lunch, Nachmittagsaktivität, Dinner und whatever. Ja? Du planst wirklich alles durch. Tak, 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 tak. Glaub mir, Frauen stehen da drauf. Die hat das Gefühl, bei dir sicher zu sein. Du hast alles unter Kontrolle. Du machst das so. Tak, 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 tak. Believe me. Probiert's mal aus, wenn ihr zum Beispiel irgendwie einen Tag mit eurer Freundin plant und taktet mal alles durch und macht mal eine richtige Ansage und zeigt mal, wer der Mann im Haus ist, zeigt mal ein bisschen Eier und dann wirst du sehen, was das bewirken kann. Und da sind wir auch schon bei Tipp Nummer 4. Bad Boy. Ja? Was meine ich damit? Ich hab's gerade schon gesagt. Einfach mal ein bisschen. Zeig ihr Eier, wir brauchen Eier. Ihr wisst Bescheid, Leute. Einfach mal ein wenig Eier zeigen. Bisschen Bad Boy sein, ja? Ihr müsst nicht wie ein Bad Boy aussehen, ja? Ihr müsst nicht komplett tätowiert sein, Glatze haben oder lange Haare haben. Nein, ihr sollt einfach mal ein bisschen Bad Boy sein. Heißt, einfach mal was machen, ja, was zum Beispiel der schüchterne Junge von nebenan vielleicht gerade nicht macht. Wenn ihr sowas drauf habt, ja, wenn ihr mal den Bad Boy rauslasst, wenn ihr mal Eier zeigt, Leute, die Frauen werden langsam aber sicher im Boden versinken. Vielleicht kennt ihr das ja zum Beispiel, ihr seht so einen Typen, ja, der eine richtig Granate an der Hand hat, ja, so eine absolute Obergranate. Aber du denkst so, was für ein Lauch, wie kann der so eine Granate haben, ja? Der muss nicht unbedingt Bad Boy aussehen. Es reicht schon, wenn er das Bad Boy Mindset bzw. ein Bad Boy Feeling hat, ja, oder einfach mal Eier hat. Glaub es mir, Bad Boy Mindset bzw. Bad Boy Verhalten ist so unfucking fassbar wichtig. Tipp Nummer 5, zeig der Frau, dass du sie willst. Leute, damit meine ich nicht, ja, dass du deiner Frau oder deiner Freundin hinterherlaufen sollst wie so ein Dackel. Ja? Dann passiert nämlich Folgendes, dann läuft deine Frau eher weg von dir. Sondern ich meine einfach, dass du deiner Frau zeigen sollst, dass du sie begehrenswert findest. Frauen lieben das Gefühl, begehrt zu werden, egal auf welcher Ebene. Ja? Also nicht hinterher dackeln, sondern zeig ihr einfach, dass du sie begehrenswert findest. Tipp Nummer 6, Leute, ganz einfache Schule, wird aber ganz oft vergessen. Fass deine Frau an den richtigen Stellen an. Wenn du deine Frau zum Beispiel küsst, ja, oder küssen möchtest, schau ihr erst tief in die Augen und fass ihren Kopf dabei an oder fass ihren Hals dabei an. Oder wenn es dann zum Beispiel schon ein bisschen mehr knistert, ja, dann fass deine Frau mal so richtig an den Hüften an und drück sie gegen die Wand oder wogegen auch immer. Ja. Kann man mal machen. Und Leute, vergesst niemals diese Kleinigkeiten. Ja. Ich sage immer, diese Kleinigkeiten, auf die man achtet, ja, die machen einen zum Profi. Kleines Beispiel an dieser Stelle nochmal. Deine Frau ist zum Beispiel in der Küche und macht dir gerade was Leckeres zu essen, ja, und steht mit dem Rücken zu dir gewandt.
Und du schleichst dich ganz langsam, aber sicher von hinten an, nimmst deine Hand geht dann zu ihrer Hüfte und küsst dann ganz langsam am Hals entlang, dann vielleicht auch am unteren Nacken entlang. Und was meinst du, was dann passieren könnte? So Leute, das war's für heute. Wenn ihr da draußen mehr Dating-Tipps haben möchtet, ja, dann einfach Hashtag Dating-Tipps in die Kommentare rein. Wenn ihr das möchtet, mache ich das natürlich selbstverständlich gerne. Und falls du da draußen vielleicht noch einen richtig geilen Move hast, ja, der Frauen so richtig, aber so richtig anmacht und den ich gerade nicht hier in diesem Video gesagt habe, ja, dann einfach auch mal in die Kommentare reinschreiben. Ich bin gespannt, was ihr dazu schreiben werdet. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Und bei diesem Video muss natürlich, aber natürlich auch eine Frau gegrüßt werden heute. Also, Grüße gehen raus an Sabrina Schumacher. Sabrina, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Auch wenn ich nicht glaube, dass so viele Frauen meinen YouTube-Channel angucken, finde ich es cool, dass mal eine Frau mit dabei ist. Und wenn du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein oder schick mir eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Nummer findest du wie immer in der Infobox. Also Leute, das war's für heute. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich über eure Daumen. Macht's gut, haut rein. Bis dahin, peace out.